Frido, Auswärtsspiel in Sandhausen, kürzeste Auswärtsfahrt des Jahres, viele Waldhöfe mit dabei. Wie sehr kribbelt es bei dir, auch wieder auswärts auf dem Platz stehen zu können? Ja, ich freue mich erstmal, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann. Und dann ist es für uns ein extrem wichtiges Spiel. Ich glaube, in den letzten Wochen wurde jetzt genug geredet. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir liefern. Da hast du recht. Zu dir einmal ganz kurz. Letztes Spiel, wie hat dein Comeback gegeben, nach fast 2 Monaten Abstinenz. Wie war es, wieder auf dem Platz zu stehen, auch gleich von Anfang an? Ja, es war auf jeden Fall ein schönes Gefühl, wieder vor unseren Fans Fußball spielen zu dürfen. Und ich habe probiert, solange es geht, auf dem Platz zu bleiben. Nach 70 Minuten war dann leider Schluss. Und jetzt schaue ich, dass ich von Woche zu Woche wieder fitter werde. Was für ein Spiel erwartest du gegen Sandhausen? Wo siehst du Stärken? Ja, ich glaube, das wird ein typisches Drittligaspiel, Kampf, Mentalität. Sandhausen ist eine sehr effektive Mannschaft, aber wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir sind im Moment ja, kann man schon sagen, mit 10 Pflichtspielsiegen ohne Sieg in der Krise drin. Worauf kommt es an, dass man das rauskommen kann? Ja, dass wir weniger reden und mehr arbeiten, mehr machen, mehr tun und schauen, dass wir die 3 Punkte einfahren. Geht man die letzten Spiele, 3 Spiele bis zur Winterpause, dass man sagt, so und so viele Punkte braucht man muss über den Strich stehen, oder sagst du einfach, wieder ans Leistungsmaximum ranzukommen? Ja, ist ja ganz logisch, dass wir in unserer jetzigen Situation Punkte brauchen, das ist das A und O. Und im Endeffekt müssen wir schauen, dass wir 45 Punkte jetzt sammeln über die Saison. In der Situation sind wir jetzt einfach und der Realität müssen wir uns stellen. Und das werden schwierige Spiele und das werden auch noch schwierige Wochen und Monate. Und wir müssen halt einfach schauen, dass wir zusammenbleiben und die Punkte holen. Du hast gesagt, nicht viel reden. Dann würde ich sagen, Frido, ganz, ganz viel Glück morgen in Sandhausen. Dankeschön.